Wir kommen heute noch zu ein paar weiteren Infos zu Shop Heroes. Nachdem ich ja da jetzt schon einige Zeit investiert habe, bin ich ja schon einige Level aufgestiegen. Und ein neues Feature, was ich freigeschaltet habe, was ich euch noch zeigen möchte. Und ja, was ich sonst so an Zahlen inzwischen eingesammelt habe, um ja möglichst mein Spielerlebnis dort zu optimieren, beziehungsweise einfach ja, das Geldeinkommen zu maximieren, damit ich natürlich möglichst schnell dort weiterkomme und weiter aufsteige. Und ja, dazu gleich mehr. Erstmal Blick ins Spiel, weil das neue Feature, was ich aktuell vor einiger Zeit freigeschaltet habe, ist nur am Wochenende verfügbar. So, zunächst erstmal, ich habe ein weiteres Regal inzwischen auf Stufe 11 abgeschlossen, was jetzt natürlich noch ein Stück größer wird, weswegen ich dann hier ein bisschen schieben muss, weil das Teil größer wird. Mal gucken, geht es nach rechts größer? Jawohl, also es geht jetzt noch ein Feld breiter und es ist jetzt auf 45 Lagerplatz verbessert worden, weil ihr seht hier oben, ich habe inzwischen einen Haufen Krimskrams in meiner Truhe und brauche immer noch mehr Platz. Also es reicht beim besten Willen nicht und ja, die Zeiten werden aktuell ziemlich groß. 5 Millionen, ihr seht, ich habe im Moment über 11 Millionen zur Verfügung. Da ist schon einiges zusammengekommen, aber das Geld ist natürlich weiterhin knapp und die Zeiten, die jetzt solche Ausbesserungen brauchen, die sind inzwischen ziemlich hoch. Was jetzt allerdings nicht abschrecken sollte, weil es gibt auch Möglichkeiten, das Ganze zu beschleunigen. Und zwar, wenn ich mir in meine Stadt gucke, die inzwischen deutlich voller geworden ist. Also hier hinten sind so Gebäude, die geben mehr Eisen. Also beziehungsweise das hier war noch, doch das war Eisen und das war Stahl. Dann gibt es hier jetzt inzwischen Öl und ja, das sind dann die Ausbau, das sind die Unterstützergebäude, die meine Leute besser arbeiten lassen, ich beziehungsweise mehr Fähigkeitenpunkte habe. Und was noch dazugehört, ist das Schloss. Das hat nämlich genau diese Möglichkeit der neuen Mission, der Stadtplünderung. Das beginnt Freitagabend bis Sonntagabend, ist also heute Abend irgendwann abgeschlossen. Und da hat jetzt noch ein Kompagnon auch noch ein paar Blumen gesammelt für die aktuelle Mission. Das heißt, wir haben jetzt 163 eingesammelt und ich bekomme damit jetzt zumindest die vierte Stufe der Belohnung. Die fünfte, das dauert noch ein Weilchen. Das werde ich dann noch in ein paar Wochen, bis ich das dann hoffentlich freigeschaltet habe. Also erstmal noch 15 Juwelen. Das heißt, das hier ist eine der wenigen Stellen, wo man sehr gezielt auch Juwelen bekommen kann. Bei Missionen kann es passieren, dass man Juwelen bekommt. Im Handel ist es möglich, dass man es schafft, eventuell einzelne Gegenstände gegen Juwelen zu verkaufen, die andere haben. Und inzwischen habe ich auch einige Juwelen ausgegeben, und zwar für Missionsplätze, also beziehungsweise für einen Missionsplatz. Den seht ihr, der ist jetzt lila hinterlegt, weil da ist nämlich der Vorteil, wenn ich das jetzt beende, hätten die normalerweise noch eine Stunde Cooldown, also zumindest die beiden. Der hat noch einen Bonus, deswegen hätte der nur eine halbe Stunde Cooldown. Aber so hat der Cooldown bereits wieder angefangen, also dass sie sich heilen und so weiter. Und das war halt nur möglich, weil ich diesen Platz, aber ich glaube es waren 250, was ich dort, so jetzt habe ich eben nochmal 8 Blumen eingesammelt, wäre nicht mehr notwendig gewesen, weil, aber ich wusste nicht sicher, ob einer meiner Mitspieler, die in meiner Stadt angesiedelt sind, tatsächlich noch eine Mission losgeschickt hatte. Und genau, deswegen habe ich die nochmal losgeschickt. Also hier seht ihr hier den lilanen und das ist das, was hier im Endeffekt Verbesserungsplatz heißt, dass das eben hier auf, ja, eben von blau auf lila verbessert wird und damit die, sobald der Questtimer abgelaufen ist, eben auch die Heilung schon stattfindet. So, die Stadt dauert jetzt noch 2 Stunden, also 10 Stunden läuft die jetzt noch und 2 Stunden dauert es normalerweise. Was ich jetzt nicht mehr machen werde, weil wie gesagt, es lohnt sich nicht. Zum einen ist unser Schloss erst auf Level 6 und bis Level 8 ist es hier jetzt noch mindestens 1 Million Level 7. Keine Ahnung, wie teuer Level 8 dann tatsächlich wird. Das heißt, das werde ich noch etwas aufhalten, also beziehungsweise noch etwas warten, bis das dann soweit ist. So, meine Stadt. Wer möchte, wer mitspielen möchte, ich muss mal gucken, wo hier oben, wenn ihr mich sucht und dort
dann mit teilnehmen wollt. Gut, jetzt erstmal noch hier den nächsten Roulette-Dreh. Alle 8 Stunden kann man einmal kostenlos am Roulette-Tisch drehen. Und ihr seht, 92 Drehs habe ich inzwischen. Das sind nicht jeweils immer von 8 Stunden, sondern es gibt ja auch hier die Möglichkeit, den Extra-Dreh zu bekommen. Das hat schon ein paar Mal geklappt. Und heute habe ich wieder einen Entwurfsteil bekommen, womit ich dann dort in der Taverne hier bei ihm weitere Teile freischalten kann. Also heute Abend, wenn ich wieder das tägliche Ziel in 8,5 Stunden wird es freigeschaltet und dann kann ich da wieder gucken, was ich genau anstellen muss, damit ich eben hier das nächste Teil bekomme und dann kann ich den weißen Dolch freischalten. Das sind halt Entwürfe, die man nicht über das normale Spiel, sondern eben nur über diese Items-Teile, also diese Entwurfsteile tatsächlich freischalten kann. Und während die ersten, ich weiß nicht, ob es mit 1 oder mit 3 angefangen hat, ich glaube, es waren mit 3 Entwurfsteilen, ihr seht, es nimmt immer weiter zu. Das hier ist noch ein Level 9, der ist dann schon Level 10 und das Ding ist ein Level 13 Objekt, wo man halt dann immer mehr von diesen Teilen braucht. Und letztlich hier kann man einen pro Tag bekommen, dann über das Rad kann man bis zu, wenn man es schafft, dreimal am Tag natürlich dieses Rad zu spielen. Ist da die Möglichkeit, da auch noch ein paar zusammen zu bekommen. So, 2 Missionen habe ich jetzt natürlich noch, die ich abschließen will. Hier seht ihr jetzt die Cooldowns, das heißt, das ist etwa die Hälfte der Missionszeit und er hat wieder was kaputt gemacht. Muss ich mal gucken, was ich dann wieder reparieren und ersetzen muss. Okay, wieder ein paar Handschuhe. Reparieren tue ich sie nicht, weil es auch eben was von diesen Diamanten kostet und die dafür einfach viel, viel zu selten sind und ich die dann lieber für wichtige Sachen, okay, sie hat sogar, ist sogar gescheitert, das heißt, da bekommt man dann noch ein vielfaches Multiplikator für diese Regeneration, das heißt, die fällt jetzt eine ganze Weile aus. So, was sind jetzt mit den Quests? Inzwischen sind hier etliche freigeschaltet, die ersten 3 habe ich sogar schon komplett abgeschlossen, das heißt, in Stufe 5 habe ich es dann auch 100 davon oder mindestens 100 Mal diese Quest erfolgreich abgeschlossen und habe daher hier so die ersten Items. So, das sind die Trophäen dafür, dass ich eben diese Dinge abgeschlossen habe. Ansonsten seht ihr hier mein großes, mein Shop eben, wo sie alle drauf warten, ihr Zeug zu bekommen. Ist größtenteils jetzt schon produziert. Und ja, also eben wie gesagt, das Wichtigste, eine Neuerung, die ich vorher noch nicht freigeschaltet hatte und daher auch nicht zeigen konnte, ist eben dieses wöchentliche Stadtplünderung. Und diesmal ging es zum Blumenpflücken. Der Mechanismus ist eigentlich immer der gleiche, auch die Gewinne sind, soweit ich das bisher immer mit den ersten 4 zumindest jetzt immer im Blick hatte, sind immer wieder die gleichen. Und das heißt natürlich auch hier, es werden mehr Items generiert, die Juwelen fressen, als dass man Juwelen bekommt, weil nämlich genau diese Kisten, soweit man keine Schlüssel bekommt dafür, kostet allein die Holztruhe schon 25 Truhen, das heißt, ich bekomme 2 Holztruhen, bevor ich 25 zusammen habe. Also ihr seht schon, wie der Effekt läuft, dass man letztlich mehr zusammen bekommt, als wirklich an Diamanten erhältlich ist. Hier habe ich sogar noch einen Schlüssel übrig, weil ich noch nicht wieder so eine Kiste gefunden habe. Die Kisten steigen auch mit dem Level, das man selber hat, immer weiter an. Und ja, mal sehen, wann ich da mal die nächste finde, hier für die mittlere. Dort gibt es sehr unterschiedliche Items. Also es gab, habe auch schon einen Entwurf, glaube ich, da drin gefunden. Ansonsten gibt es halt vor allen Dingen immer wieder die Ressourcen. Also das, was ich bei den Missionen sammeln kann, sind eben diese Ressourcen. Die sind jetzt zum Wochenende sehr, sehr schön angestiegen. Also die sind auf Maximum, 180 ist das Maximale, was man bekommen kann. Die dümpeln eigentlich immer so um die 200, beziehungsweise wenn sie über 200 sind, bin ich auch bereit, das Zeug zu verkaufen. Die können auch ein bisschen fallen, aber jetzt am Wochenende, wo viele wahrscheinlich diese Stadtmissionen machen, bleibt das ein bisschen auf der Strecke und die Preise ziehen etwas an. Die sind ein bisschen unter Niveau, also haben nicht das Maximale erreicht, wo sie als Profit geben könnten, deswegen verkaufe ich davon auch im Moment nichts. Und die anderen versuche ich im Moment so immer um die 200 zu halten. Ihr seht, ich habe einige hier verkauft, einfach um mein letztes Laden-Upgrade zu kaufen, was glaube ich 40 Millionen gekostet hat, oder war das nächste, weil ich habe noch die, ja, also das waren dann irgendwie um die 40, 50 Millionen.
Und der nächste kostet 100 Millionen, beziehungsweise ich kann es noch ein bisschen vergünstigen durch ein kleines Upgrade, womit ich dann dort einen Nachlass in meiner Stadt bekomme. Also das ist dann hier wieder das Rathaus. Damit kriege ich dann 12,5% Rabatt auf die Verbesserungspreise und ich kann auch die Ausbauzeiten verringern. Dazu sind halt die ganzen Gebäude, die halt alle unterschiedliche Boni geben. So, erstmal meine Ressourcen wieder einsammeln. Also das hier sind alles meine Lagerstätten. Hier zweimal Öl, zweimal Stoffbehälter von unten letztlich in der Reihenfolge. Dann das Holz, das Eisen, die Blätter, die ich auch ab und zu brauche. Dann das Leder, Holz und Eisen. Und hier sind dann die ganzen Fabrikationsgeschichten. Das heißt, da bin ich inzwischen vollständig. Das heißt, ich habe für alle Verarbeitungsstufen, die hier möglich sind, also 11 Stück sind es ja insgesamt, auch überall sowohl Leute, die daran arbeiten können, als auch eben die Werkbänke dafür. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Das zeige ich euch gleich noch, wenn ich ins Excel reingehe, wie sich nämlich die Fähigkeiten von den einzelnen Handwerkern verteilen und dass man da ein bisschen geschickt jonglieren muss, solange man jetzt zumindest mit 6 Arbeitern ich tatsächlich geschafft habe. Also ihr seht hier die Kette, dass sich da kaum etwas doppelt. Ich glaube, eine Fähigkeit haben 2 Leute. Na klar, muss ja, genau hier. Also Magie ist sozusagen 2-mal vertreten und alle anderen Fähigkeiten sind nur 1-mal vorhanden. Aber es reicht trotzdem, wenn ich die ganzen Boni aktiviere, dass ich für die meisten Sachen eine recht gute Produktionszeit hinbekomme. Und hier seht ihr letztlich alle anderen, die nicht weiter im Moment aktiv sind, weil ich natürlich nicht die Plätze dafür habe, um die alle zu engagieren. Und eben auch das Knifflige, sie so zu kombinieren, dass es tatsächlich aufginge. Dass ich mit 6 Arbeitern 11 Fähigkeiten zur Verfügung habe, damit ich wirklich zumindest in der Hinsicht alles bauen kann. Weil bevor ich jetzt hier anfange, die Sachen einzusammeln und zu verteilen, weil das ist nämlich so die Hauptschwierigkeit gewesen. Zum Beispiel hier brauchte ich Magie, um die Sachen zu produzieren. Jetzt gehen wir auf die Produktionsansicht, weil eben einzelne Sachen, hier sieht man dann, dass da Magie benötigt wird und Runen werden dann noch benötigt, damit ich die Dinger machen kann. Und natürlich genauso Kunstfertigung, Alchemie, Stoffverarbeitung. Also es ist eine ganze Sache, die oder eine ganze Reihe an Fähigkeiten, die da gebraucht wird. Und dass ich dann parallel noch das machen kann, dann brauche ich wieder hier Konstruktion dazu, Alchemie auch. Also die Fähigkeiten werden schon alle irgendwo ausgereizt. Dann genauso die Schmuckherstellung, das Problem, da halt hier eben Schmuckherstellung zu haben, was ja auch nicht jeder von diesen Angestellten, die man haben kann, mitbringt. Deswegen sieht das inzwischen recht komplex aus, aber es bleibt trotzdem überschaubar. Man muss sich halt immer nur ein bisschen Ziel setzen. Zum einen, welche Ausrüstung brauchen die eigenen Leute? Das, was sie hier kaufen, ist ja nicht so wichtig, sondern eher das, womit sie hier drin ausgerüstet sind. Und was ich festgestellt habe, die große Schwierigkeit, wenn man die einzelnen Gebäude hochlevelt, dann kommen die natürlich auch relativ schnell in Bereiche, die man selber mit Ausrüstung nicht mehr unterstützen kann. Also ihr seht es hier, ich kann ihm keine Ausrüstung zur Verfügung stellen, so ohne weiteres, die in diesen 3 Blöcken unterhalb der, ja, der grünen Schwelle von 3% irgendwie liegen, sodass die Chance gering ist, dass das einfach kaputt geht. Oder wäre, weil so ist es natürlich hier bei Level 12 habe ich kein Problem, ihn mit guten Sachen auszustatten. Hier habe ich sogar Legendary Items, die letztlich überhaupt nicht kaputt gehen würden. Aber es ist ja halt nicht für alle so. Für die, die vor, ganz vorne stehen, da ist es schon ein bisschen schwieriger. Mal gucken, ich glaube das andere war noch, wo steckt er? Garrett, der ist halt Level 18, der hat auch hier ziemliche Schwierigkeiten, da was zu bekommen. Wenn ich es nicht im Markt einkaufe oder im Handelshaus, dass ich da Sachen habe, die mir nicht ständig um die Ohren fliegen und die ich ständig ersetzen muss. Hier bei ihm muss ich auch noch Handschuhe der Geschicklichkeit eben jetzt ersetzen, damit er dann wieder den Set-Bonus hat. Und mal gucken, war noch einer? Ne, das war der einzige. Also dann muss ich zumindest nur Handschuhe der Geschicklichkeit neu herstellen und zwar wenigstens in Blau, damit er halt hier die 1,5% bekommt. Also natürlich hatte die vorher, denke ich, auch so gehabt. Und ich weiß gar nicht, nee, Elementararmschutz ist für ihn noch zu schlecht, aber der ist möglich. Und trotzdem, auch mit 1,5% gehen die Dinge halt kaputt. Und was ich dann auch gemerkt habe, weswegen ich eben inzwischen Legendaries nur noch an die vergebe,
wo sie tatsächlich mit 0% wirken, also wie zum Beispiel hier, weil an mehreren Stellen hatte ich oder zwei, drei Legendaries sind mir tatsächlich von denen kaputt gemacht worden, weil ab einer gewissen Levelunterschied zwischen Item und dem Kämpfer bekommen die halt auch wieder eine Wahrscheinlichkeit dafür, dass sie kaputt gehen können, und für die Dinger ist es einfach unglaublich schade, wenn man die Dinger wieder verliert. Daher Legendary, Epic nur dann ausrüsten, wenn tatsächlich 0% Schadenswahrscheinlichkeit entsteht. Ja, sonst, was ich vor allen Dingen noch zeigen wollte, ist der Wust an Zahlen, den ich mir zugelegt habe, und dazu ein Blick in meine aktuelle Excel-Liste. So, hier seht ihr eine kleine Übersicht darüber, wie ich mir die Missionen zumindest ausrechne. So mal so Pi mal Daumen, um ein bisschen zu evaluieren. Okay, das hier sind so die Preise, die aktuell drin sind. Das sind die Maximalpreise, die mit den Items erreicht werden können. Und hier seht ihr halt so um die 200.000 habe ich die Sachen schon gesehen. Also so Frostkern, Königsknochen und so weiter. Dass die, je nachdem im Moment, wie viele Helden ich gleichzeitig losschicken kann, dann natürlich die Zeiten, wie lange die noch laufen, das verändert sich, je nachdem, wie stark die Taverne zum Beispiel ausgebaut ist, dann gibt es da einen Bonus, dass die Zeit geringer wird, und dann natürlich, je nachdem, was für ein Level die erreicht haben, mit Level, wenn ich Level 6 komplett abgeschlossen habe, habe ich hier zumindest 4 bis 8 Items, die ich jeweils bekommen kann. Deswegen liegen die am Ende gar nicht so weit auseinander. Und natürlich ist das so eine Pi mal Daumen-Schätzung zwischen dem aktuellen Preis, den, die ich halt theoretisch pro Stunde machen kann, wenn ich die Mission ständig durchlaufen lasse. Das sind natürlich alles so Sachen, es ist eigentlich nur ein Richtwert, und ich mache das vor allen Dingen dann, wenn ich gezielt jetzt mehr Geld brauche. Ansonsten mache ich die Mission so, dass ich genug habe für meine Itemproduktion, damit ich da vorwärts komme. Und ihr könnt sehen, dadurch, dass die anderen natürlich in den Stufen dann noch sehr, am Anfang sehr, sehr gering sind, bis man hier mal ein paar Level hochkommt. Aktuell ist eben flüssiges Feuer ist das Letzte, was ich theoretisch machen kann. Da werden auch meine Helden langsam zu schwach. Das heißt, es wird für die auch gefährlich, dort die Mission überhaupt zu machen. Deswegen ist es im Moment ganz gut, dass der hier auch wieder auf 180.000 letztlich ist. Das habe ich euch gerade schon in der hier in der Anzeige gehabt, also eben 180.000, und die anderen liegen zumindest knapp über 200.000. Das Einzige, was ein bisschen nervig ist, dass ich hier nicht irgendwie 10 oder 20 auf einmal verkaufen kann und irgendwann plötzlich geht dieser Preis nach unten. Also da ist ein bisschen aufzupassen, dass man nicht dann die unter Wert verkauft, weil der Preis halt dann plötzlich fällt, irgendwann bei den Items dazwischen. Und ja, das soweit zu diesen, zu den Missionen, weil das ist das Einzige, wozu die Missionen da sind, letztlich hier eben diese verschiedenen Items zu bekommen. Mit den Items kann ich eben über das Handelshaus meine Einkünfte etwas steigern, oder wo ich sie natürlich vermehrt einsetze, ist für die Produktion, weil es gibt etliche Items, bei denen ich die benötige. Also wenn ich hier die Produktion, hier brauche ich das Schlangen, hier brauche ich die Mondsachen, die Glut und die Edelsteine. Also sie werden schon an vielen, vielen Stellen benötigt. Zum Glück gibt es aber auch Items, die kommen komplett ohne aus. Und ihr seht, einige von den Waffen und so weiter habe ich schon gemeistert. Und hier ist es jetzt halt langsam ziemlich zäh, weil mit 45 jeweils sind auch solche Ressourcen mit 260 ziemlich bald erschöpft. Und was noch dazu kommt, die Dinger sind ja nicht mal eben fertig. Also wenn ich so ein Teil produzieren will, zum Beispiel so ein Springmesser, das dauert jetzt ohne die Boni 25 Minuten. Kann ich mal noch zeigen, wie das dann aussieht, wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Produktionsboni aktiviere. Habe ich hier nämlich zum Beispiel die 40% Bonus. Also ein Ausbau bringt mir jeweils eine halbe Stunde von diesem Boni, je nachdem wie schnell das auch reagiert, weil manchmal ist hier ein bisschen laggy, dass der das Update nicht macht, beziehungsweise das dann irgendwie nicht zum Server den Roundtrip hinbekommt, um dann sicher zu sein, ja okay, ist drin. Genau, hier kommen dann die Ressourcenboni, das heißt, da kann ich dann mehr Ressourcen pro Stunde produzieren lassen. Rathaus, Taverne und Schloss, das sind so die Missionssachen bzw. Ausbausachen, Boni, wo Sachen verkürzt werden. Und das sind dann eben hier noch ein paar, wo
meine Helden einfach einen Bonus bekommen auf ihre Stärke. Das ist wichtig, wenn ich sie dann halt gleich wieder auf die Mission schicke, auf die großen. Das zeige ich euch dann gleich noch. So, jetzt gucken wir uns nochmal im Vergleich an, wie viel denn das Springmesser jetzt kostet. Also 11 Minuten, das heißt, da ist ein deutlicher Unterschied, wenn ich diese Boni aktiviere, auf jeden Fall auf diese hohen Sachen. Bei den ganz kleinen macht das kaum was aus, weil die sind tatsächlich hier im Sekundenbereich. Aber trotz allem sind die immer noch wichtig, weil ich habe hier längere Ketten zum Beispiel. Wenn ich jetzt hier das Schlachtermesser produzieren will, dann brauche ich dazu einmal diesen Langdolch und für den Langdolch brauche ich das Messer. Das heißt, ich habe eigentlich immer wieder Ketten, dass ich auch die niedrigen immer noch wieder produzieren muss, einfach um das zusammenzustellen. Da gäbe es hier auch die Möglichkeit, so, ich werde jetzt mal die Langdolche da einsammeln, weil die waren ja sowieso dann für eine andere Produktion noch vorgesehen. So, da kann ich dann gleich mal mit dem Schlachtmesser jetzt anfangen, eben hier die nächste Produktion starten und dann brauche ich halt eben noch einen Langdolch und auch noch das Messer dazu, um dann hier das nächste abzuschließen und immer wenigstens zumindest eine Stufe vorzubereiten und dann hier die Ressourcen gleich wieder aufzufüllen. So, den Ring kann ich jetzt schon mal abgeben und ihr seht hier oben aktuell, ich bin jetzt bei 88 von 90 Energie, um mir hier verschiedene Boni zu machen. Die sind alle schon vorbereitet, weil ich im Moment versuche, gut mit dieser Energie eben Haus zu halten. Deswegen gibt es da jetzt nicht allzu viel, so den Panzerhandschuh noch einsammeln, damit ich ihr den mitgeben kann. Dann habe ich nämlich zwei von der Seltenheit, also die werden pro Seltenheit angezeigt, das sind nicht alle eventuell, die ich zur Verfügung habe. Dann ist das SD-Energie jetzt komplett voll. So, mal gucken, ob ich hier jetzt noch jemanden... So, hier habe ich jetzt eben noch den Aufpreis, aber ich habe noch kein Schlachtermesser eingesammelt aktuell. Deswegen habe ich aber hier das gebaut und eben das nächste schon mal in Auftrag gegeben. So, da kommt jetzt schon der nächste neue und der will auch gleich noch wieder ein Schlachtmesser haben. Da muss man sich dann ein bisschen überlegen und gucken, wie man seine Ressourcen möglichst optimal nutzt. Im Moment habe ich hier eben verschiedene Regale aufgestellt, weswegen ich, wenn ich das verkaufe, mindestens die 26 bekomme, statt eben deutlich weniger. Sonst eben bei dem Handschuh und bei dem Ring war es eben nur ein Energiepunkt, der sich dann wieder auflädt. Das heißt, da muss man ein bisschen haushalten und ein bisschen gucken, welche Gegenstände man häufig verkauft. Weil da ist noch eine Sache, das ist nämlich dieses nette Schloss hier. Das heißt, wenn ich das aktiviere, beziehungsweise wenn ich da eben draufklicke, dann ist es so, dass die netten Helden, die hier vorbeikommen, normalerweise diesen Gegenstand nicht mehr kaufen. Das ist immens wichtig, weil sich nämlich ganz, ganz viele Gegenstände überhaupt nicht lohnen, an die Helden zu verkaufen. Also nur mal als Beispiel, wenn ich hier zum Beispiel das Claymore verkaufen will, dann brauche ich dafür zwei von diesem Schlangengift und dieses Schlangengift selber kostet, wenn ich es im Shop verkaufe, kriege ich es für 4.500 los. Das heißt, ich kann theoretisch diese zwei Viper-Extrakt für 9.000 im Handelshaus verkaufen und mache aber mit dem Ding nur 1.400 bzw. noch ein bisschen Bonus, vielleicht 2.000, wenn ich gut bin, mit dem Aufpreisen und so weiter. Das heißt, es rechnet sich nicht. Deswegen habe ich auch, mal gucken, ein Claymore ist ja da. Bei dem ist das dann, okay, das ist sowieso ein makellos, das würde ich eh nicht verkaufen, aber da ist dann eben dieses Ding aktiviert, das heißt, der würde normal nicht nachgefragt werden. Das ist dann sehr wichtig, das mache ich dann normal in dem Moment, wo ich die Sachen gemeistert habe und sie halt von der Produktion her nicht lohnen. Das wäre zum Beispiel beim Zweihändler wird das gleiche sein, sobald ich den hier komplett habe, das heißt, es fehlen noch 8 Mal das Ding zu produzieren, dann habe ich den auch gemeistert und kann den dann direkt in der guten Qualität produzieren. Und dann war das mit dem Eisenholz, weil das Eisenholz kostet 6.750, beziehungsweise das kann ich mir einbringen, wenn ich es im Shop verkaufe. Lohnt sich also nicht dafür, diesen 200 zu produzieren, wenn es da nur so wenig Kohle für gibt. Also soweit diese Funktion dafür. Und genau, jetzt wollte ich hier noch ein paar Sachen verkaufen. Also erstmal die Energie ausgeben, weil ein Messer habe ich jetzt eingesammelt. Das kann ich bei ihm dann auch gleich machen. Und dann kann ich nämlich bei den nächsten, so hier habe ich jetzt noch keins, da kann ich jetzt das nächste eben einsammeln. Und dann habe ich nämlich zwei von denen. Eins habe ich immer in Reserve. Warum?
weil es kann sein, dass spontan jemand vorbeikommt. Also klar, die kommen eh alle spontan vorbei, aber dann hat der so eine komische Uhr hier drauf und dann kann ich von dem das Doppelte für diesen Gegenstand bekommen. Aber gerade bei den höheren stufigen Gegenständen ist halt das Problem, ich weiß nicht, ob das generell 2, 3, manchmal auch 5 Minuten oder sowas, ich weiß nicht, ob das eine feste Zeit ist, die dieser Timer dann generell hätte, aber die meisten Gegenstände lassen sich halt in der Zeit nicht mehr produzieren, deswegen ist es gut für die Sachen, die sowieso verkauft werden dürfen, da einfach einen in Reserve zu haben und wenn dann mal jemand mit dieser Uhr vorbeikommt, also einer, der es sehr eilig hat und dafür bereit ist, es doppelt zu bezahlen, dann sind die Dinger halt vorhanden. Okay, soweit. So, den Säbel habe ich noch nicht produziert. Das heißt, da muss ich mir jetzt nochmal angucken. Für den Säbel brauche ich, also ihr seht zwar, ich habe hier eigentlich 3 Stück, aber von dem, was der Typ haben will, habe ich halt nur einen. Das heißt, der blaue Säbel, der ist gesperrt, den verkaufe ich nicht, den behalte ich für meine Leute. Dann gibt es noch den grünen Säbel und den gewöhnlichen, also einen guten und einen gewöhnlichen. Okay, dann kann ich den trotzdem verkaufen, weil wenn ich 2 im Verkauf habe, dann kommt der nächste halt, wenn er wieder einen Säbel haben will und dann nimmt er den grünen. Dann kann ich das verkaufen, habe im Moment aber nicht mehr genug Puffer. Mal gucken, ob ich noch hier ein bisschen Energie schon mal loswerden kann. Und dann verschwende ich wenigstens nicht so viel davon, sondern kann das eben alles einsammeln. So, der will jetzt noch eine Mütze. Die ist auch noch nicht vorbereitet. Ja, also das, was auf jeden Fall schon eine ziemliche Tretmühle ist, wenn man da erstmal wieder eingestiegen ist, von wegen, okay, die Räuberkappe, da habe ich im Moment 2 grüne, das heißt, die kann ich direkt verkaufen, da muss ich jetzt gar keine nachproduzieren. Und dann kann der sofort wieder abmarschieren. Dann wäre es natürlich gut, wenn ich ihm nochmal ein paar Energiepunkte ausgebe. Aber das zieht sich auf jeden Fall dann ziemlich schnell, das heißt, dass man überhaupt nicht aus dieser Spirale rauskommt. Okay, da ist jetzt Karal wieder aufgetaucht, dann kann ich ihr auch gleich einen Aufpreis geben, bevor ich ihn jetzt mit der Mütze wegschicke, wovon ich aktuell eben 2 habe. So, also das ist eigentlich die Zeit, wo man sich am meisten mit beschäftigt, wenn man das Spiel aktiv irgendwie betreibt. Das Sekundäre, das, okay, jetzt ging es ja noch darum, ich muss die Handschuhe der Geschicklichkeit noch produzieren, davon brauche ich mindestens 2. Damit ich die einmal kombinieren kann zu blau und ansonsten benutze ich die aber nicht mehr. Ihr seht, die sind jetzt gemeistert und hier brauchen die Regenbogen, also das heißt, die sind zu teuer. Also, beziehungsweise der Regenbogen, das Regenbogenzeug ist zu teuer, als dass es sich lohnt, die Handschuhe zu verkaufen. Und hier habe ich noch die Flammenhände freigeschaltet, die habe ich noch gar nicht produziert. Die brauchen jetzt noch 2 von den gepolsterten Handschuhen. In der Hinsicht ist es auch nicht sinnvoll, vorzeitig zu versuchen, diese ganzen Dinger hier auf Maximum zu bringen oder so weiter. Sondern dadurch, dass es hier immer Abhängigkeiten gibt, also zum Beispiel die Fellhandschuhe brauchten die Handschuhe. Das heißt, in dem Moment, wo ich die Fellhandschuhe überhaupt produziert habe, habe ich letztlich die tieferen Stufen dann ganz, ganz schnell auch meistern können und von daher nicht frühzeitig einfach nur drauf losproduzieren, sondern tatsächlich einfach dann abwarten, schauen, dass man so weit kommt, bis eben hier der neue Entwurf freigeschaltet ist, dann auf den nächsten Entwurf konzentrieren, vor allen Dingen, dass man eben auch die Entwürfe schnell genug hochbekommt, um seine Leute mit vernünftigem Zeug aufzustatten, damit sie es halt nicht ständig kaputt machen. Machen sie trotzdem, aber naja, so ist es halt. Okay, also die Handschuhe werden gerade produziert. Das hier ist noch ein wichtiger Baustein, der gut genutzt sein sollte. Ich habe es tatsächlich schon so gemacht, dass ich Sachen produziert habe und letztlich nicht alle kompletten Belohnungen, also zum Beispiel auf den Schlüssel verzichtet habe, weil ich noch nicht alles freigeschaltet hatte. Also den Boomerang kann ich aktuell produzieren, den Ring kann ich noch nicht produzieren. Das heißt, im Moment werde ich das halt einfach sagen später. Das einzig Ärgerliche ist im Moment, wo ich auch schon reingefallen bin, weil ich hatte dann schon das eine oder andere Item, da stand dann eine Zahl und ich dachte, oh, ich kann es produzieren, aber nein, ich hatte das Item nur gewonnen, ich kann es gar nicht selber herstellen. Und deswegen immer vorher nochmal ein bisschen gucken und überlegen, welche Items, bis wie weit kann ich in der Produktion kommen, um das tatsächlich später erfüllen zu können. Also deswegen hier mal wieder später. Weil bis ich den Ring freigeschaltet habe, das dauert noch ein bisschen, weil im Moment bin ich jetzt erstmal nur dabei, den Zeichen des Soldaten freizuschalten. Und ich glaube, bei Zeichen des Soldaten selber, mal gucken, kann ich den aufrufen? Nee, im Moment nicht.
Beim Zeichen des Soldaten, da habe ich dann die Möglichkeit, genau hier habe ich den, aber ich kann die Information noch nicht anschauen, weil ich eben den Entwurf noch nicht freigeschaltet habe. Und ich glaube, erst der Ring danach ist dann der Ring, den die tatsächlich haben wollte. Und das heißt, ich könnte den in Absicht, also man hat 24 Stunden Zeit, die ganzen Sachen zu produzieren, aber es ist trotzdem sehr knapp. Okay, also die beiden Handschuhe sind her, sind fertig. Dann kann ich euch jetzt gleich den Kombinierkessel noch zeigen. Der muss auch jeweils angepasst werden, das heißt im Level angehoben werden, damit man bestimmte höherstufige Items haben kann. Also beziehungsweise zeige ich euch gleich mal noch, weil sonst kann ich das nachher nicht mehr aufrufen. Also die Kombinierplätze bleiben bei 4, bis maximal 4 Objekte kann ich aktuell kombinieren. Und eben das höchste Level, was ich jetzt an Items reinstecken kann, ist Level 21. Das erhöht sich dann wieder um 3. Hier ist noch die Besonderheit. Also klar, normale Items, brauche ich 2 normale Items. Die kann ich dann eben zu einem grünen kombinieren. Das muss ich nicht mit dem gleichen Item-Typ machen. Nur wenn ich es mit unterschiedlichen Item-Typen mache, dann weiß ich natürlich nicht genau. Also wenn ich euch hier zum Beispiel die Gifthände reinlege, dann kriege ich zwar auch auf jeden Fall ein grünes Objekt, aber die Frage ist, mit welcher Wahrscheinlichkeit ich welches bekomme. Das heißt, je höherstufiger natürlich das andere Objekt ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass das als Objekt rauskommt. Das heißt, es wäre schade, das dann zu vergeuden. Also das Einfachste hier, 2-mal die gleichen. Dann bekommt man ein grün. Das Gleiche funktioniert dann nochmal für grün. Das heißt, 2 grüne ergeben ein blau. 100% Erfolgsrate. Das nächste, so mal gucken, genau hier habe ich noch 3 blaue. 3 blaue ergeben eine Erfolgsrate von 100% für ein makellos. Und ab makellos beginnt dann die Katastrophe sozusagen oder der Ärger oder wie auch immer man das nennen will. Das heißt, mal gucken, ob ich hier jetzt ein paar makellose Sachen finde. Packen wir mal die 2 rein. Und noch ein paar andere, hier nochmal 2 makellose. Das heißt, ich hätte sogar 4 makellose Objekte. Selbst vom gleichen Objekttyp komme ich hier maximal auf eine Erfolgsrate von 75%. Mal gucken, ob bei Stufe 11 das wenigstens zu einer 100% Rate wird, weil ansonsten ist es ja echt frustrierend. So ein Haufen Zeug, also denkt dran, ihr habt, um auf das zu kommen, habt ihr 3 blaue gebraucht. Das heißt, wenn ihr mit 4 makellosen arbeitet, die nicht zufällig erzeugt worden sind, dann habt ihr 4 mal 3 blaue verwendet. Das heißt, allein das sind schon 12 Items. Wenn ihr die blauen nicht direkt bekommen habt, habt ihr nochmal 2 grüne jeweils verwendet. Dann sind wir bei 24. Und wenn ihr die grünen nicht herstellen konntet, habt ihr 2 normale verwendet. Dann sind ihr bei 48 Objekten, die jetzt hier drin stecken würden, was da an Ressourcen drauf geht. Und wenn dann die Erfolgsrate bei 75%, ich weiß nicht genau, ob dann einfach nur ein Item kaputt geht oder welche Chancen alles, was alles schief gehen kann. Und ansonsten eben natürlich dann eben ein Legendary. Und je höher das ist, da ist es an der Stelle dann tatsächlich ziemlich ärgerlich, dass man das eben dann natürlich einfach alles verlieren kann. Aber deswegen das Maximum, was ich bisher gemacht habe, ist tatsächlich blaue Items zu kombinieren. Ja, und jetzt nicht vergessen, weil die Handschuhe sollen ja tatsächlich hergestellt werden. Und die sind ja schließlich kein Problem. Die sind dann in 10 Minuten fertig. Aber so lange werde ich jetzt nicht warten, um meine Helden ins Level zu schicken. So, bevor ich die jetzt auf Mission schicke, erstmal hier den 30%, 13% Verkürzung der Questzeiten aktivieren. Und dann natürlich jetzt die Boni aktivieren, damit die ihren Kampfbonus bekommen, damit sie möglichst hohe Werte haben, um in den Missionen bestehen zu können. Alle brauchen es letztlich nicht, eigentlich brauchen es nur meine oberstufigen, weil die anderen sind gut genug. Aber es geht dann auch letztlich darum, hier nach und nach die Gebäude natürlich hochzuleveln und dort weiterzukommen. Also jetzt ab in die Taverne. Jetzt meine Super-Duper-Leute, die bekommen eben hier die schwierigste Mission für das unheilige Land, damit ich dort weiterkomme. Mal gucken, ob das klappt. Also Theor, ja, alleine ist er da nicht sehr erfolgreich. Dann muss ich jetzt nochmal gucken. Der Mint, der ist jetzt, nee, du solltest jetzt nicht umgestellt werden, du solltest eigentlich nur hier noch ein Armschutz bekommen, und da bekommst du jetzt erstmal den blauen Armschutz, damit du halt wieder den Set-Bonus hast, aber mitspielen musst du da nicht.
ja, Gerrit ist noch gar nicht verfügbar. Der war noch auf der anderen Mission und hat jetzt noch seine Heilungszeiten. Weil normalerweise geht er mit den anderen beiden eben auf Mission. Mal gucken, wie weit es jetzt geht, wenn ich die beiden mitschicke. Weil die sind halt für diese hohen Missionen einfach zu knapp. Obwohl ich genug Stärke insgesamt bekomme. Aber da wird es zu schwach und die würden erst tatsächlich an der Stelle langsam kommen. Also das reicht dann noch nicht. So, und Karal ist jetzt die wieder, die leider ausfällt, weil die ist ziemlich wichtig, weil die hat eine wichtige Anführerfertigkeit, nämlich dass die Überlebensrate der weiblichen Gruppenmitglieder. Das heißt, wenn ich da eine Frauengruppe losschicke, hat die eine bessere Chance zu überleben, aber die fällt jetzt noch 2 Stunden aus. Die ist schon öfter längere Zeit ausgefallen, was leider dann immer ein bisschen nervig ist. Aber gut. Dann Theor bleibt noch 8 Minuten draußen. Das heißt, aktuell ist dann jetzt Klobis und dann schiebe ich mit dem zusammen die Mission los. Das heißt, das gefällt denen auch noch nicht so gut. Das ist blöd, weil das war eben die 180.000 pro Stück. Also werde ich hier meine anderen Sachen dann aufleveln. Also da, wo ich jetzt aktuell unter 400 bin, werde die 2 Gruppen dort schon mal losschicken. Also Bergversteck habe ich jetzt einen losgeschickt, dann noch Katakomben und Geisterwald. Geisterwald bin ich jetzt eben auch dabei, den auf die 100 zu bringen, um dort die Mission zumindest so weit abzuschließen, dass ich die Trophäe bekomme. So, da kommen jetzt die 3 mit rein. Und jetzt kann ich noch eine Mission losschicken, wo ich dann die 2 losschicke. Weil die bleiben jetzt eh alleine, weil sie ja längere Zeit ausfällt. Das heißt, statt 4 Gruppen A3 Leute kann ich im Moment eh nur dann eine Gruppe nur mit 2 Leuten losschicken. So, dann mache ich das weiter für den Geisterwald und das andere, wie gesagt, das kommt dann, wenn sich die anderen beiden hier erholt haben in nur noch 6 Minuten. Dann kann ich die auch mit dem letzten losschicken. So, jetzt habe ich 2 zur Verfügung, das heißt, mir fehlt dann immer noch eine. Und hier kann ich aber wieder eben meine Punkte schon mal wieder runtersetzen, damit ich die dann möglichst optimal einsetzen kann. So, ich brauche jetzt noch 2 weitere Schlachtmesser, um deren Sachen zu bedienen. So, und dazu brauche ich dann eben jetzt wieder das Langdurch des Messers und jetzt brauche ich noch ein 2. Messer und noch einen weiteren Langdurch. Dazu muss ich aber erst das Messer wieder einsammeln. So, dann ist der 2. Langdolch, um letztlich das nächste herzustellen. Ja, das ist dann immer ein bisschen aufwendig. Aber auch hier gibt es ja die Möglichkeit, genau, da stand sie da, Verbesserungsplatz 2. Das heißt, hier kann man auch 250 ausgeben. Dann würde der das alles on block machen, also alles, was man an Vorproduktion braucht. Und das, soweit die Ressourcen da sind, das automatisch zusammensetzen. So, ein Schlachtermesser zum Verkaufen habe ich, 2 neue werden produziert, das passt. So, und ein Langdolch und ein Messer ist übrig. So, jetzt gibt es dann noch die Aufgabe, 2 weitere Panzerbrecher zu bauen. Die sind dann, die brauchen schon sehr viel mehr von dem Eisen. Und die brauchten, ja genau, die brauchten nämlich dann diese Parierdolche, die ich ganz am Anfang eingesammelt habe und davon habe ich ja jetzt zum Glück 3. Und wenn ich richtig weiß, sind die auch alle, genau, die sind alle gut, also Qualität gut. Das heißt, ich muss da keinen mehr nachproduzieren, den ich irgendwie in Reserve habe oder behalten möchte und habe dann jetzt auch schon einen Teil von meinem Öl verbraucht. Es ist so, dass, was leider etwas schade ist, wenn ich die so einsammle, hier ist es im Moment kein Problem, weil hier jetzt auch alle Eisenbehälter ja letztlich ausgelutscht sind und ich alle eingesammelt habe. Aber hier seht ihr Holz 40, 40, 50. Und wenn ich hier dann Holz einsammle, ist es so, dass er eher von einem das versucht komplett wegzunehmen und nicht gleichmäßig über alle das ein bisschen runterfährt, weil solange die ja nicht komplett voll sind, sammle die ja immer wieder in diesen Zeiteinheiten, einzelne Einheiten an. Aber sobald sie halt voll sind, machen sie das nicht mehr, obwohl der andere eventuell komplett leer ist. Mal gucken, das müsste ich hier beim Eisen, nee, der habe ich auch schon komplett leer gemacht. Aber ich glaube, hier sieht man es jetzt ganz gut. Genau, also hier, ich habe ja 20 Einheiten verbraucht und die 20 sind jetzt alle aus einem Ding gezogen worden.
Das könnte ich auch mit direktem Anklicken nur bedingt lösen, weil die Schwierigkeit dabei ist, wenn ich einen anklicke, wird er halt so leer wie möglich gemacht. Und statt die gleichmäßig über alle zu ziehen. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil so natürlich die Nachladekapazität nicht wirklich ausgenutzt wird und einem so auch einzelne Ressourcen letztlich durch die Lappen gehen, was von dem, was theoretisch möglich wäre. Deswegen ist es dann sinnvoll, wenn man die dann alle irgendwie gut ausgelastet hat und dass man zumindest so viele Ressourcen verbraucht, dass die alle mal leer geworden sind und man sie dann letztlich immer unter der Maximalgrenze hält. So, die beiden sind schon fertig. Die Dolche brauchen natürlich noch ein bisschen länger und sie wollte noch einen Vollplattenpanzer. Oh, da habe ich Glück. Da habe ich sogar noch zwei von den Standardsachen. Das heißt, da muss ich eigentlich aktuell gar nichts produzieren. Noch ein Kompliment und gleich verkauft. Und dann kann ich auch gleich noch einen von den Teilen da verkaufen. Oh. Das ist genau das Problem. Wobei es ist ein Luxusproblem natürlich, dass die Sachen besser werden als eigentlich vorgesehen. Weil wenn ich, ja okay, die lasse ich, also ich level die nicht auf um für ein höheres Level, weil die sind jetzt natürlich auf eine bestimmte Qualität festgelegt, vor allem weil ich hier schon die Aufpreise gemacht habe. Solange ich die Aufpreise noch nicht gemacht hätte, hätte ich hier noch die Chance gehabt, auch andere Gegenstände auszuwählen. So muss ich jetzt letztlich mal gucken, wenn das jetzt auch grün wird. Okay, es hatte keinen Aufpreis. Dann habe ich jetzt trotzdem drei Stück, die ich verkaufen kann. Muss dann aber auch alle drei verkaufen und habe dann für den Moment zumindest nichts mehr übrig. Aber soweit gibt es jetzt tatsächlich nicht noch mehr zu erzählen. Das Einzige, was ich euch noch ein bisschen zeigen möchte, ist der Datensalat, den ich mir... Also das sind ja nur jetzt die Zahlen, um sozusagen die Emissionen mal ein bisschen durchzurechnen, zu gucken, wo stehe ich da, wie gravierend sind die Unterschiede, wenn ich jetzt die einen, den Elfentau sammle, statt eben dieses Würvenring, jedenfalls diese komischen Flügel, Fledermausflügel oder was das sind. Dann habe ich hier meine Übersicht darüber, die Ausrüstung von meinen Helden, die ich jetzt gerade losgeschickt habe. Also ihr seht hier so die Verteilung. Das hier ist so die Markierung, da sind wir eben außerhalb vom grünen Bereich. Das heißt, da sind über 3% Schadenwahrscheinlichkeit, die ich hoffe, dass ich die halt möglichst bald korrigieren kann, dass ich den Sachen andrehe, die dann wieder das Zeug unter 3% bringen. Und hier habe ich aktuell eben ein Legendary und ein noch eine Stufe weitergehendes, die halt im Moment eine Zerstörungswahrscheinlichkeit von 0 haben, womit ich dann letztlich hier mit den Powerboni diese Werte erreichen kann. Ja, das ist alles so ein bisschen Zahlensalat. Dann hier noch die Übersicht, was sie eigentlich benutzen und was sie bevorzugt benutzen und mit welchen Sachen sie ausgerüstet sind. Und hier, wo ich noch nicht sehr stark eingestiegen bin, da kann ich euch gleich nochmal einen Blick drauf werfen, in das PvP. Weil das sind dann so bestimmte Fähigkeiten, die wichtig sind. Aber da habe ich im Moment noch so geringe Chancen oder wieder sehr geringe Chancen, weil einfach die Gegner krafttechnisch so viel höher liegen, dass ich hier einfach eine bessere Ausrüstung brauche, bevor ich mir da zutraue, mehr machen zu können. So, dann hier ist die Produktion. Also ihr habt ja gesehen, dass eben an einer Stelle sind ja dem Clovis war das, glaube ich, wieder, der seine... Nee, Clovis war das nicht, weil der hätte Kettenpanzerhandschuhe gehabt. Aber auf jeden Fall dem einen, dem die Handschuhe der Geschicklichkeit kaputt gegangen sind, dann trage ich mir das hier ein und dann müssen die eben dann nachproduziert werden, dass ich die wieder herstelle. Weil es kann ziemlich schnell, wenn ich alle auf Missionen hatte, dann kommen die zurück und dann haben die 4, 5 Sachen kaputt gemacht. Einfach hier eine Übersicht zu haben, okay, was muss jetzt neu produziert werden. Und das basiert dann letztlich auch auf dieser netten Liste. Und da bin ich jetzt endlich mal fast aktuell mit dem, was ich eintragen wollte. Im Moment bin ich bis etwa, sehe ich Items bis Level 30. Produzieren kann ich zumeist bis Level 15 so in der Dreh. Also hier die goldenen Schuhe sind Level 17, das Maximale, was ich selber herstellen kann. Das andere kann ich zumindest im Shop sehen. Und das liegt daran, dass ich aktuell Level 25 bin und nur normal 5 Level höher die Items sehe. Das heißt, da sind noch hunderte wahrscheinlich verfügbar, was an Items noch möglich ist. Und ihr seht das, was ich hier eingefärbt habe, das sind die Sachen, die ich gemeistert habe. Dann habe ich hier zum Beispiel den Marker zu sagen, okay, das Item
ist nicht für den Verkauf gedacht. Das heißt, sobald ich eben hier abgeschlossen habe, bei denen habe ich jetzt zum Beispiel das noch nicht abgeschlossen. Gifthände sind noch nicht fertig, sind noch nicht gemeistert. Aber sobald die gemeistert werden, würde ich das Objekt einfach nicht mehr verkaufen, weil es eben Ressourcen braucht. Die Zahlen hier hinten habe ich mir nicht mehr ergänzt, weil das ist mir im Moment dann doch zu viel Aufwand. Ich habe mich dann doch nur darauf konzentriert, mal mein Lager abzubilden und hier auszurechnen, wie hoch ist die Kampfkraft von diesen Items. Also ihr seht, die gewöhnlichen zu den beiden, die sind relativ klein. Das ist ein Faktor von 1,1 und 1,2. Makellos hat dann noch einen Faktor von 1,3, episch schon 1,5. Legendär hat den Faktor 2 und mystisch hat den Faktor 5. Also deswegen, wenn ihr die lilanen und die hier irgendwie schafft auf mystisch, also ich habe bisher, glaube ich, noch kein Item gehabt, das mystisch war. Episch und legendär war das Maximum. Und da seht ihr ja hier, also ein Item davon habe ich ausgerüstet, 4 von den anderen. Und hier hinten habe ich noch ein paar Items, die sind allerdings vom Level her so niedrig, die habe ich sozusagen im PvP-Bereich für die Leute, die ich sowieso nicht einsetzen kann, habe ich da im Moment diese Items geparkt, damit die mir keinen Platz in der Truhe wegnehmen. Weil das ist auch praktisch, ich kann da dann Items in die Slots legen, ohne dass die mich Lagerplatz in meinen Truhen kosten. So, also wie gesagt, hier die Riesenübersicht, da bin ich jetzt fast fertig. Mir fehlen bloß noch 2 Blöcke, die ich noch entsprechend zu aktualisieren habe, damit ich da eben bis dahin, was ich an Items sehe, die Zahlen eintragen kann. Das ist eben einmal Speer und einmal Stab. Und genau, hier sind jetzt einfach bloß nochmal die Typen, die Klassifikationen, eben die verschiedenen Arten von Waffen. Das, was alles so an Armor geht, wo es eigentlich fast immer, bis auf die hier, gibt es immer 2 verschiedene Waffengattungen, also Helm, Hut, Panzerschuhe, Armschutz, Stief und Fußbekleidung, so von wegen Stoff und, beziehungsweise hier haben wir Leder, Stoff und Eisen. Und hier ist es dann meistens, ja, so Leder, Stoff, beziehungsweise eben auf der anderen Seite Eisen. Und dann eben die 4 verschiedenen Heilmittel, verschiedene Support-Sachen und eben die 3, die Ringinstrumente oder Anhänger sein können. So, und dann habe ich euch ja gesagt mit den Arbeitern. Also aktuell, das sind alle Arbeiter, die ich bisher gesehen oder gefunden habe. Ich denke nicht, dass da jetzt unbedingt noch welche dazukommen. Aber hier ist die Schwierigkeit eben gewesen, okay, wen nehme ich jetzt rein, damit ich wirklich für alle Fähigkeiten ja, gewappnet bin. Und da habe ich hier halt dann eben hier ein bisschen optimiert, geknobelt und guckt, okay, wenn ich den reinnehme, zum Beispiel sie ist die einzige, die Konstruktion kann, dann habe ich eben schon Rüstung drin. Das heißt, die beiden sollte ich eben nicht nehmen, wenn ich die nicht haben will. Und das war zum Beispiel Robert, den ich dann rausgeschmissen habe wieder und den eben durch einen anderen ersetzt haben, um die dann ja, möglichst optimal zuzuordnen. Genauso Runen gab es halt nur den Flagnaton, das ist dieser Zauberer, der mit dem langen Bart. Und deswegen ist Magie dann die einzige Überschneidung, weil Alchemie gab es halt auch nicht so viele Möglichkeiten. Und sie hat dann halt wieder Holz. Holz ist aber zu oft, das habe ich an anderer Stelle schon und so weiter und so fort. Also deswegen, da muss man dann ein bisschen gucken. Das war jetzt zumindest die einfachste Kombination. Das sind die 6, mit denen ich auf jeden Fall alle Fähigkeiten abdecke und zumindest da nicht begrenzt bin. Die Begrenzung beginnt dann letztlich an einer anderen Stelle. Okay, die Handschuhe sind fertig. Und die kann ich dann später losschicken. Jetzt muss ich mal gucken, wer von euch war das mit den Handschuhen? Ich glaube, Min war das. Ja, genau. Den hatte ich losgeschickt. Also worum ging es? Das eine nochmal Produktion. Weil hier bin ich nämlich schon Tagebuch. Ich habe hier das Problem, dass ich noch keine Edelsteine habe. Und an der anderen Stelle... Ja, wo war das? Also Edelsteine ist das eine Problem und Mana ist das andere Problem. Das heißt, die Items habe ich zwar freigeschaltet, Level 19, theoretisch, aber praktisch kann ich sie nicht so produzieren, weil nämlich mein Shop nicht in der Lage ist, bisher diese beiden Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Und damit bin ich bei den Werkbänken. Wie gesagt, Werkbänke habe ich alle, Kombinierkessel, die anderen 11 Werkbänke sind alle vorhanden. Gibt es auch nur einmal Ressourcen. Da kann ich von den Behältern, also man kann von jedem Behälter maximal 3 aufbauen. Eisen, Holz und Leder habe ich. Stahlbehälter, den hatte ich schon mal gekauft, aber der ist jetzt halt nicht benutzt, weil ich ja auch hier nur begrenzten Platz habe.
Und hier Mana-Kristall, Edelsteinbehälter, Zauberakademie auf Stufe 20. Da bin ich jetzt, glaube ich, Stufe 14. Und Minenarbeitergilde bin ich, glaube ich, Stufe 8, 9 irgendwo in der Dreh. Ja, sogar nur 7. Also, und ihr seht, das kostet noch einiges an Zeit und Aufwand, die tatsächlich dann hochzuleveln, damit diese beiden Sachen freigeschaltet werden. Vielleicht nehme ich mich der Sache dann doch recht bald an, einfach damit ich eben mit den Items weiterkomme. Je nachdem, auf wie vielen Bereichen sich das jetzt noch bemerkbar macht, dass ich da nicht weiterkomme. Also im Moment ist es eigentlich nur dieses und die Heilmittel. Aber mal sehen, wo. Also ich gehe davon aus, bei den Schriftrollen dürfte das auch mit Magie ziemlich schnell zusammenkommen. Und ich glaube. Nee, da war es noch nicht. Aber an irgendeiner Stelle hatte ich hier, genau, der Zauberhut, der war es, der braucht auch schon. Also auch bei den kleinen Stücken komme ich dann nicht weiter, ohne diese zusätzlichen Ressourcen. Und der hier ist auch Level 19. Also da werde ich mich demnächst dran machen. Hier seht ihr jetzt noch einen Typen. Wenn ihr die abgelehnt habt, dann kommen die so, die wechseln, ich glaube, es sind mindestens 3 oder 4 verschiedene, die so Sachen haben wollen. Und die könnte ich jetzt tatsächlich bauen, wobei ich hier nochmal später machen werde, weil ich jetzt da gar keine Muße zu habe, das heute zu machen. Aber mal gucken, die Rüstung, ob das tatsächlich. Ja, das ist nämlich genau der Punkt, weil diese bunte Rüstung, so ist meine Erinnerung, die kann ich nämlich noch gar nicht bauen. Die kommt nämlich erst hier. Das heißt, die habe ich schon mal irgendwo übers Glücksrad oder über eine Mission tatsächlich gewonnen. Und das ist dann der Irrtum zu meinen, aha, ich habe da schon ein Item, dann kann ich die auch bauen. Nee, Pustekuchen, kann ich eben nicht. Deswegen ist das mit Vorsicht zu genießen. Gut, dass ich ihn wieder weggeschickt habe. Sonst müsste ich hier ziemliche Klimmzüge machen. Und dann könnte ja auch noch was passieren, dass ich das Ding eventuell gar nicht bauen kann. Also ich brauche hier 22 von dem langen Kettenpanzer, bevor das diese neue Rüstung dann freigeschaltet wird. Also deswegen, die dann lieber langsam angehen und sie kommen wieder. Irgendwann kommen sie wieder. Und das Letzte, was ich jetzt noch zeigen wollte, ist das PvP und warum ich es letztlich nicht spiele. Also das sind jetzt eigentlich meine Besten. Hier gelten die Boni nicht. Die sind auch mit den Fähigkeiten schon so angepasst, dass die ja, möglichst optimal ausgenutzt werden, was die Boni angeht. Aber wenn ich mir dann anschaue, also klar, er hat im Moment einen schlechten Bonus, weil der Handschuh da nicht drin ist. Aber hier habe ich überhaupt keine Chance im Moment dagegen anzukommen. Das heißt, ich brauche hier noch mindestens überall mal einen Tausender mehr, damit ich eine Chance habe, über den anderen zu liegen. Weil es geht eigentlich eher so, okay, wer den höheren Wert hat, gewinnt. Und wer mehr von diesen Paarungen gewinnt, der gewinnt so das gesamte Duell. Und deswegen komme ich da leider vorerst nicht so schnell weiter, wie ich es mir gerne wünschen würde. Und dazu brauche ich halt, entweder ich müsste Geld ausgeben im Handelshaus und müsste mir da einfach teure Ausrüstung kaufen, was jetzt kein Problem wäre, weil es gibt ja genug Sachen, die angeboten werden. Manche leider nur gegen, natürlich gegen Diamanten, weil da werden sich einige auch die Gelegenheiten nutzen, das so zu machen. Aber es gibt auch genug Sachen, die man gegen Geld dann kaufen kann. Aber vorerst werde ich das weiter selber erspielen. Ja, soweit mal ein weiterer Blick. So, meine Taverne ist jetzt auch schon, da sind die beiden schon abgeschlossen. Und wie ich jetzt aktuell, wie weit ich bisher gekommen bin. Und ja, dieses Spiel ist auf jeden Fall im Moment noch eine ziemlich gute Spirale dabei. Ich würde jetzt nicht unbedingt schon sagen Suchtspirale, weil so belohnt ist es jetzt nicht, aber es gibt halt gerade, wenn man hier mit diesen Bausachen anfängt und die in einem gewissen Flow hat, die tauchen halt immer wieder auf, dann hat man gerade gebaut und wenn man die Beschleuniger nicht drin hat, dann, also die Produktionsbeschleuniger, dann ist es meistens so langsam, dass sich die Ressourcen schnell genug auffüllen. Auf der anderen Seite ist es immer so, gerade so ein Hin und Her, oh, da ist schon der Nächste da. Das Ding kann ich noch gar nicht bauen, das Ding auch nicht und das Ding auch nicht. Also bei dem dauert es noch eine ganze Weile, bis ich den irgendwie zufriedenstellen kann. So, jetzt habt ihr, glaube ich, bloß einen noch nicht gesehen von den Leuten, die hier immer vorbeikommen und solche Schubkarren voll Krimskrams haben wollen.
Das ist, wie gesagt, immer so ein Ding, ist so hin und her gerissen, ja, den noch und den noch, und dann ist eine halbe Minute da und eine Minute da und dann macht man doch wieder den nächsten. Also da wirklich dann einen Break zu finden und zu sagen, nee, ich höre jetzt mal auf. Dann hat man eben noch parallel eben die Mission, weil da kann ich ja jetzt den anderen auf jeden Fall mal losschicken. Der sollte ja jetzt soweit fit sein. Genau, 6000 Punkte, 5000 und 5000. Okay, also für das unheilige Land ist es ein bisschen knapp, da ist sie nur sozusagen im gelben Bereich. Aber ich kann sie natürlich auch zum Toten Fluss schicken, mir ein paar Schädelknochen kaufen lassen und noch zwei weitere Missionen, also bis noch eine danach. Dann kann ich da den Boss killen, dann komme ich zum Toten Fluss Level 2 und bekomme hoffentlich etwas mehr pro Person, die da halt teilnimmt. Also das heißt, ich habe jetzt die Chance zwischen 3, sofern sie alle gesund zurückkommen, bis 6 von diesen Totenschädeln. Und 6 Stück wären natürlich dann schon eine 1,6 Millionen irgendwo in der Dreh. 1,2 Millionen, also 200.000 pro Schädel mindestens. Und diese Missionszeiten, wenn ich ja da jetzt eh so eine lange habe, 1,5 Stunden, dann kann ich die eben über die Taverne noch verkürzen. Das Problem mit den 30% ist, dass die immer relativ sind. Also es ist nicht so, dass wenn ich die 4-mal kaufe, dann habe ich die sofort zurück. Nein, sondern es ist tatsächlich nur so, dass wenn die jetzt, mal angenommen, es ginge eine Stunde, dann die 33% wären 20 Minuten weniger, dann haben sie 40 Minuten. Von den 40 Minuten wären dann aber 30% wieder deutlich weniger. Das heißt, dann geht es nur noch 15 Minuten runter und so weiter und so fort. Also der Vorteil wird dann immer kleiner. Und was noch dazu kommt, die Heilungszeiten verkürzen sich nicht. Also die bleiben entsprechend der Originalmissionszeiten. Die können durch andere Sachen verkürzt werden. Das hatte ich bei dem Theodor mal ganz lustig eingestellt. Ich weiß nicht, ob das wirklich Absicht war, dass das so funktioniert. Weil der Theodor, wo bist du Theodor, der hat eine Fähigkeit, und zwar, dass seine Ruhezeit nach einer Quest um 50% verringert wird. So, und wenn ich den jetzt mit dem richtigen Item ausstatte, so, muss ich mal kurz das Item angucken, und zwar, das ist das bunte Pulver. Das habe ich inzwischen gemeistert, tatkräftig, makellos. Das heißt, Ruhezeit nach Quest wird um 50% verringert. Und wenn ich Theodor mit dem Item ausgestattet habe, hat er tatsächlich keine Ruhezeiten mehr gehabt. Das heißt, da hat es tatsächlich so in der Kombination funktioniert, dass ich den eigentlich ständig auf Missionen schicken konnte, ohne dass dem noch irgendwie Zeiten danach sind. Das ist natürlich, wäre natürlich optimal, wenn es mit mehreren geht. Das ist zumindest so weit möglich. Genau, also erstmal, das Ding geht nur mit makellos. Das heißt, ihr braucht die 4. Qualitätsstufe dafür, damit diese Fähigkeit aktiviert wird. Und zumindest könnt ihr das bei den Leuten dann unterbringen bis Level 8. Also vielleicht noch 2 Level höher, bis Level 10, 12 geht es noch ganz gut. Dann 12 wird wahrscheinlich schon kritisch, weil dann die Zerfalls- oder die Schadenswahrscheinlichkeit zu groß wird. Und da ist dann natürlich eben, wenn ihr die Stadt zu schnell hochlevelt und die Leute alle außerhalb eurer Itembereiche sind, dann wird es ziemlich frustrig. Weil die halt ständig die Sachen kaputt machen, das ist ziemlich teuer, das Zeug hochzuproduzieren und ihr eventuell gar nicht die Möglichkeit habt, sondern das Zeug einkaufen müsst. Also von daher einen gesunden Strom, das aufzuleveln. Gaubin ist der Letzte, der jetzt dazugekommen ist, und die nachzuziehen geht ziemlich schnell. Das heißt, man schickt die halt mit 2 anderen auf eine Mission, wo sie gerade in der Lage sind, einigermaßen grün zu werden, und dann kriegt man die ziemlich schnell auf die aktuellen Level. Er ist ja jetzt im Moment nur gebremst, weil eben auch hier in der Stadt die einzelnen Gebäude noch nicht weiter hochgelevelt sind. So, in 4-5 Minuten sind die anderen wieder da. Aber ja, also soweit noch ein Ausblick, Einblick in den aktuellen Status meiner Stadt. Und wie gesagt, wenn ihr noch vorbeikommen wollt, also mit in meine Stadt reinkommen wollt, es gibt aktuell genügend Plätze. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Plätze sind mindestens frei. Und auch die anderen, die hier drin sind, soweit sie eben schon eine ganze Weile, boah, ist schon wieder ein Monat her, als ich das andere Video gemacht habe. Also mindestens. Die fliegen dann raus, also normal so ab 3 Tage würde ich sagen, dann schmeiße ich die Leute raus, wenn sie nicht zwischendrin einmal auftauchen.
und irgendwie weiterspielen. Der ist jetzt wenigstens mal wieder aufgetaucht, der ist schon 18 Tage weg und so weiter. Also wenn ihr vorbeikommen wollt, sucht nach meiner Stadt, Spiegelfields City, und meldet euch einfach an. Es sind 6 Plätze frei, und wenn es so viel Ansturm geben sollte von aktiven Spielern, dann werden die Inaktiven nach 3 Tagen Inaktivität rausgekickt. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.